herzlich willkommen bei tuxoche.de. Heute wollen wir uns einmal anschauen, wie man mit Hilfe von After Effects und einem Template, was hier auf der Seite zum Download vorliegt, in einem Panorama beliebig steuern kann und dieses später über Premiere Pro in ein Video einbinden kann. Wir nehmen zunächst ein Panorama, hier aufgenommen mit einer 5D Mark II und dem 17 mm Objektiv, und wandeln dies per Pano2VR in dem Fall in Würfelflächen von der Größe von 2000x2000 Pixel um. Nach der fertigen Umwandlung haben wir dann insgesamt 6 Würfelflächen des kompletten Panoramas. Ich möchte euch zunächst hier einmal ein Template vorstellen, welches ich nach der ersten Autour von Carl Larsen auf createdcar.net erstellt habe. Das nach dieser Autour entstandene Template habe ich jetzt schon mal hier in unser Projektverzeichnis hineinkopiert, und wir sehen hier unsere 6 Würfelflächen, und wir starten jetzt After Effects. Dauert einen kleinen Augenblick. So, jetzt machen wir unten noch eine Anzeige des Nullobjektes zu. Das Template ist so definiert, dass die Dateien als Stellvertreter definiert sind, sodass man oben über die Bezeichnung sehr leicht und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal als Liste ausgeben lässt, verwechslungsfrei die einzelnen Würfelflächen in das Template hineinladen kann. So, spätestens jetzt sollte die erste Anzeige erfolgen. So, jetzt laden wir noch das letzte. Und jetzt sehen wir schon in der Komposition unseren Würfel. Ich bewege mal entlang der Timeline und wir sehen, dass wir uns schon in dem Panorama um die eigene Achse bewegen können. Jetzt öffnen wir die Anzeigen für die Kamera. Ich habe hier in diesem Template schon einige Zeitpunkte vordefiniert. Um jetzt ein bisschen Platz zu schaffen, schieben wir die letzten beiden etwas nach hinten. Jetzt an diesem Mast nachher in der Ansicht etwas hochschwenken. Deshalb verschieben wir aber jetzt mal den Zeitpunkt auf etwa 5 Sekunden. An diesen neuen Zeitpunkt kopieren wir wieder die ursprünglichen Positionsdaten, gehen zurück. Wir sehen hier übrigens, dass wir genau bei 180 Grad sind, verwechselt. Wir verschieben die Timeline auf zum Beispiel 3 Sekunden, gehen dort mit der entsprechenden Gradangabe an dem Mast so weit hoch, dass wir ihn vollständig sehen können, und gehen wieder zurück und lassen es einmal abspielen. Jetzt sehen wir die volle Drehung, den Schwenk nach oben und den weiteren Schwenk bis zum Ausgangspunkt des Panoramas. Wie ich bereits dargestellt habe, bei 180 Grad auf der Y-Achse funktioniert das recht gut. Jetzt wollen wir aber den gleichen Versuch mal zum Beispiel auf 270 Grad starten. Wir schieben wieder die letzten Punkte, also das Ende des Panoramas, nach hinten. Kopieren uns wieder die Ursprungspositionen, zum Beispiel auf 8 Sekunden, gehen wieder auf den Ursprung zurück, gehen auf 7 Sekunden und wollen hier auch wieder eine Drehung einfügen und sehen, dass wir hier kein anderes Ergebnis erreichen, als dass das Frame letztendlich kippt. So, ich habe jetzt hier das neue Template, entstanden sozusagen aus der Kombination der beiden How-To's, sowohl von Carl
Larsen als auch Andrew Davis wieder in unser Verzeichnis kopiert. Und wir starten auch hier wieder After Effects mit den gleichen Würfelflächen. So, nach dem Start ändern wir erst hier einmal die Kompositionseinstellung. Wir wollen ja später auch eine Ausgabe im HD-Format haben. Und fügen jetzt wieder über die Stellvertreter-Dateien die entsprechenden Würfelflächen-Dateien in die Komposition ein. Auch hier wieder speziell bei dem rechten Würfelfläche sollte die erste Sicht erfolgen, jawohl. So, wir haben jetzt hier schon mal eine HD-Ansicht des Würfelpanoramas. Jetzt ändern wir noch, muss ich auf die Komposition noch tatsächlich gehen, die Einstellung nochmal ab und verschaffen uns etwas mehr Zeit. Gehen mal auf 20 Sekunden. Dazu müssen wir aber noch jetzt in der Zeitleiste auch die Würfelflächen entsprechend ziehen. Ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. Wir markieren einfach alle Objekte und vergrößern hier die Zeitdauer. So, jetzt gibt es dort eine neue Nullfläche, nämlich Controls, die zuständig ist für die gesamte Kontrolle für alle drei Richtungen. Wir gehen jetzt entlang der Zeitlinie mal auf 6 Sekunden. Markieren auch alle für die Keyframes wichtigen Eigenschaften und drehen uns wieder bis zu dem Mast. So, dann gehen wir, wenn wir da den Punkt festgelegt haben, kopieren wir uns den. Zum Beispiel auf 8 Sekunden. Gehen dort hoch, um wieder den Mast abbilden zu können. So. Dann gehen wir an der Zeitlinie nach 9 Sekunden und kopieren die alte Einstellung, wo wir praktisch wieder nach unten geschwenkt sind, zurück. So, wir haben jetzt hier schon mal unser Panel soweit, dass es eine Drehung einschließlich des vorgesehenen Schwenks entlang des Mastes nach oben durchführt. Jetzt ist allerdings hier noch kein Unterschied, weil das auch ein Punkt war, der auch mit dem alten Template problemlos ging, nämlich bei 180 Grad. Jetzt gehen wir entlang der einzelnen Keyframes bis zum Ende. Gehen mal auf 14 Sekunden. Merken uns da die Endeposition und fangen auf dieser Position immerhin bei minus 330 Grad an, komplett durch das Panorama auf die andere Seite zu schwenken. Jetzt gehen wir nach 16 Sekunden, damit wir noch einen Punkt haben, wo wir das wieder richtig drehen können, und schwenken dann oben auch wieder um 180 Grad. Da müssen wir noch ein kleines bisschen korrigieren, dass wir auch am gleichen Punkt des Mastes anlangen. So. Jetzt generiert After Effects wieder die fehlenden Frames, und sobald die vollständig sind, nämlich jetzt, schwenkt er einmal durch bis zum Mast, schwenkt dort nach oben, wieder runter, wieder zu unserem Ausgangspunkt und schwenkt durch, dort komplett durch den Zenit und dreht das gesamte Panorama. Sicherlich zu schnell. So, jetzt noch ein weiteres Parameter, das ebenfalls noch entlang der Zeitleiste verändert werden kann, und zwar den Bildwinkel der Kamera. Ich habe jetzt hier mal 100 Grad genommen
jetzt ein Panorama, was sich wie beabsichtigt einmal rundum schwenkt, zwischendurch an dem Mast hochschwenkt, um dem zu zeigen, wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt und dort einen Schwenk komplett durch den Himmel wieder auf die andere Seite macht. So viel zu diesem Beispiel. Wie gesagt, die Beispiele sind hier sehr schnell, würde man in der Realität nie so machen, aber sie sollen ja auch nur zeigen, was mit dem neuen Template an der Stelle möglich ist. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über Kommentare oder auch einen Klick auf Facebook oder Google